So, ich glaube, wir können beginnen. In kürzester Kürze. Jetzt. Let's go. Ich muss sagen, man sieht dann doch schon irgendwie, dass es von 2018 wieder ist. Achso, ich muss das ja mal wieder machen. Gibt's Sinn. Okay, was gibt's dir zu tun, du? Okay. Der Baum Felsen. fällt! Ja? Ja, der Baum ist gefallen. Läuft das ja alles gerade flüssig, wie man es will? Ich hoffe. Müsste man uns jetzt mal mitteilen. Man Und hört müsste, man auch oder? den ganzen Sound, so wie man es will? Müsste jetzt halt gerade Felix Sound hören. Ja gut, man hört jetzt bei beiden ungefähr dasselbe. Würde ich sagen, ne? Ja, Hauptsache, man hört nicht beide gleichzeitig. Ich überlege ja noch, wie ich meinen Chat nicht so weit wegbekomme. Steig jetzt in das Boot. Weil sonst muss ich ja immer hingucken, ob es da was zu sehen gibt. Na, ist vielleicht nicht so klug, Sir. Muss mich bewegen. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet, Ich ne? muss noch mal eine Sache schnell prüfen. Sieht richtig aus, du. Abfahrt. Let's go. Soll ich ihn noch ans Boot binden? Auf keinen Fall. Warum brauchen wir den Baum jetzt? Ich glaube, damit sollen wir Schiff fahren, ne? Hä? Wir haben ja doch noch ein Schiff. Ja, wir ziehen ihn mit. Das reicht aus. Ich glaube, wir brauchen Holz. Okay. Jetzt ist er sogar schon ein bisschen weiter als ich. Vater? Sehr zynisch. Hat sich was verändert? Der Wald fühlt sich jetzt anders an. Alles ist anders, Junge. Denke ich weiter darüber nach. Oha, da unten stehen gerade die Synchronsprecher oder was? Ich habe keine Ahnung. Da stand gerade. Leo Amick, wahrscheinlich ist das gerade das Intro, ne? Ja, aber da stand gerade deutsche Synchron, also zumindest Breckenhaus oder so stand Da da. können die auch einfach nur in Deutschland mitgearbeitet haben, ne? Oder so. Aber guck mal, jetzt Daniela Bette-Koch. Was? Ist eine Polin. Oder Russin. Oder irgendwer anders aus dem osteuropäischen Raum. Es sind alles nur deutsche Namen. Christian Jungwirth. Erik Borner. Okay, das könnte auch was Englisches sein. Dann wird es nicht mit K geschrieben. Ist ja verrückt. Ist ja Der ist auf verrückt. jeden Fall. Oh, der Typ hat Musik auch für Agents of S.H.I.E.L.D. gemacht. Ja? Bill McCreary, ja. Das verspricht einiges hier. Jetzt So, hier, nimm kommen. deinen scheiß Baum! Scheiß Kind! Was hat der Typ hier Ich wieder? hasse Kinder.
Spielen wir jetzt eigentlich als Kind im Game? Mal so, mal so. Okay. War hauptsächlich ihn, glaube ich. Ja. Ich halt. Er ist die Mutter? Ja, eigentlich schon. Hat er es gesagt? Nö, habe ich mal vermutet. Ja. Ah. Dort sehe ich meine Mutter. Dort Vater? Sehe ich meinen Vater. Das war er. Also. Dann hat er Kratos. Ich habe sein Gebet nicht ganz verstanden. Nee, ist ja auch egal. Wobei. Naja, ne? Sie ist bereit. Ist natürlich gerade sehr emotional. Muss man erstmal mit klarkommen, mit dieser Emotionalität. Ne? Traurige Beerdigung. Ist fast wie mein Kanal. Werfen wir die jetzt ins Wasser? Fände ich ja cool. So eine Wasserleiche. Wird zusammen mit dem Baumstamm beerdigt. Ich dachte gerade dran. Ah, Junge, die Soundverzögerung ist bei mir krank. Ja? Ah, absolut krank. Okay. Läuft das läuft ja auch noch über OBS, ne? Na gut. Drei Sekunden. Okay, das ist nochmal ein bisschen heftiger, als ich jetzt dachte. Aber Mic-Verzögerung war nicht so krass, meinst du? Ne, eigentlich nicht. Der Typ rechts sieht aus wie Manuel Neuer, schreibt Luca. Du Bastard. Oder ist das ein Kompliment? Kauf dir mal lieber das 14 Pro, du Geringverdiener. Ich dachte, du hättest die Apple Watch Ultra, als du mir einen Snap geschickt hast. Dabei war das nur im Apple Store, du Bastard. Gehörte ihr. Das ist zynische Ausdrucksweise hier. Jetzt ist es deins. Luca kann das ab. Der sitzt jetzt beiden zwar in... In London, aber... Aber bei mir ist die Verbindung zum Chat bei dir auch weg. Ja. Oh, Internet ist weg. Sag's mir. Jetzt? Ich glaube, wir sind wieder da, oder? Nicht so ganz. Ja, ja. Jetzt. Internet ist wieder da, Leute. Was ist denn da passiert? Das war bei uns beiden weg, ne? Nee, dafür reicht es dann auch nicht. Ja, okay, Luca. Aber die AR-Brille holst du dir, oder? Nächstes Jahr? Die wird wild. Was heißt, wir beerdigen immer noch die Mutter, ne? Hm. Was jagen wir? Du jagst Hirsche. Lange Beerdigung, Leute. Wo lang? Okay, und jetzt jagen wir Hirsche. Na dann, hier lang. Wie heißt das Kind? Atreus? Hm. Atreus? Je nachdem, ne? Bin ich mir auch gerade gar nicht so sicher. Trotzdem siehst du aus wie Manuel Neuer. Tun wir das jetzt? Ich muss wissen, ob du die Reise überleben kannst. Brechen wir zum Berg auf? Hängt ganz von dir ab. Jage. Was hat euren Spuren? Nicht von einem Hirsch. Aber nicht von einem Hirsch. Ich suche weiter. Ist natürlich ein Kompliment. Okay, danke. Danke. Luca, der Stream läuft auch wieder, oder? Was ist das für ein Scheiß? Das sind Pferde. Ah, Wildschwein.
Das Na dran. Oh, ah! Das, ich habe was anderes gesehen bei mir. Ich glaube, du guckst dich nicht so gut um. Aber sie sind nicht? Über den Spal springen, okay. Willst du vielleicht noch die Story erzählen, wo du den Hund gesehen hast, den sehr intelligenten? Das ist der intelligenteste Hund, den ich je gesehen habe. Und es war so ein Grizzly. Hirsch. Das ja, ja, ist peinliche Geschichte. Ja, okay, Luca, hau rein. Wie, was ist das für ein Hirsch? Boah. Okay, das dumme Ding hat den Hirsch verjagt. Ja, Vater. Ich überlege, ob wir zwischendurch mal wechseln sollen. Ja, da kannst du mal ab und dann draufklicken, ne? Wobei ich jetzt noch ein bisschen hinter dir hänge, dann warte kurz. Wenn man sonst hier wenig, ja, viel verpasst. Ich komme da mal kurz hinterher. Wow. Habe ich das Ding zerstört? Oh, was ist hier passiert? Ah, lol, ich kann sogar die Axt hier zurückrufen, ist ja Wahnsinn. Warte. Wie hole ich den Scheiß zurück? Was machst du denn? Du hast ihn aufgescheucht. Schieß nur. Schieß nur. Wenn Dummes ich es Ding. Dir sage. Tut mir leid. Das ist belanglos. Mach es besser. Finde ihn. Hm. Aber jetzt müssen wir wahrscheinlich auf ihn switchen, ne? Ja. Möglich. Guck mal einmal, ob. Nee, wir sollen noch weiter hinter ihm her. Okay, hat alles geklappt. Wo ist denn der her? Da. Oh! Nein, du bist nicht bereit. Bleib zurück. Okay. Kann ich auch ausweichen? Wie wär's? Was? Ausweichen habe ich gerade versucht, weil ich überfordert. Mit X, ne? Mit X. Ah, lol. Ich hätte jetzt eher an einen Kreis gedacht. Und dann wird hier X angezeigt. Okay. Mir wurde das noch gar nicht angezeigt. Nett. Nein, genau, X ist ausweichen. Ja gut, sehr gut. Blocken? Wie ist blocken? L1. Woher hast du das Schild? Ja, es ist L1. Ach, das nimmt. Ah. Okay. Ich finde tatsächlich... Wie das Zurückholen von dem Teil gemacht ist, sehr beschissen. Es ist in Avengers mit Thor im Grunde ja genauso, dass man werfen und zurückziehen kann. Wie kann ich denn nochmal werfen? Mit L2 zielen. Und dann halt. Ah. Und wie war nochmal das Zurückholen? Dreieck. Ah, lol, okay. Wir sind halt echt 3 Sekunden Verzögerung mit Sound, ne? Hm? Das sind echt 3 Sekunden Verzögerung mit Sound oder so. Ist halt sehr unschön. Probier hier nochmal Kampftechnik aus. Okay. Im alten Tempel. Ich darf da aber nicht rein. Wir tun, was uns gefällt, Junge. Keine Ausreden. Warum darf er da nicht rein? Gute Frage. Da. Kann ich meinen Bogen wieder haben? Triffst du ihn denn von hier? Während Sequenzen, by the way, nicht hier switchen am besten. Bitte? Während solchen Sequenzen nicht die Szenen switchen. Ja. Das ist, glaube ich, für Aufnahme ein bisschen weird, oder? Es war ihr Wunsch und es war an der Zeit. Verstehe.
Gegner Gesundheitsbalken. Ja, das haben wir schon gesehen, Sir. Nein! Veraimt! Traurig. Das Kind kann auch gar nichts, ne? Geh doch drunter her, du Bastard. Also. Du kannst übrigens auch einen schweren Angriff werfen. Was kann ich? Du kannst zielen und auch kannst mit beiden hier das Ding werfen. Und wenn du halt schweren Angriff machst, dann prallt das nicht an den Gegnern ab, sondern steckt in deren Kopf zum Beispiel. Okay. Jetzt müssen wir das Tor ja auch. Das ist tatsächlich sehr geil. Wenn du es rausziehst, ich habe gerade einen Gegner damit im Grunde one-hitted. Was sollen wir da machen? Mit Action. Was soll ich noch machen hier? Meine Damen und Herren, was ist das hier? Wo sollen wir denn die Axt draufwerfen? Ja, geh doch da durch, du dreckiger Idiot! Geh doch da durch! Wo sollen wir das denn draufwerfen, die Axt? Ah, da oben. Ah! Da oben? Ah, es ist festgefroren, aha. Das wollte ich tatsächlich nicht machen. So. Atreus. Steht gerade mir. Gar nichts. Jetzt hält es. Oh, mein Fernseher will sich abschalten. Das ist nicht gut. Ich versuche ja auch gerade alles zu sammeln. Das ist tatsächlich gerade eine Herausforderung. Was versuchst du? Alles auch zu sammeln, alles sich anzugucken schon mal. Jetzt darf mein Fernseher hier mal nicht stressen. Junge! Nicht abschalten. Oh nein. Der Idiot reagiert nicht. Petrusch schreibt GG. So, der soll da durchgehen! Ja, und jetzt musst du da auf der mit der Axt werfen. Ja, das habe ich ja gemacht. Wie lange braucht er denn? So. Das Ding ist hier, das Ding öffnet sich auch. Wieso kommt er zurück? Ja, ja, du musst da mehrmals drauf werfen. Und irgendwann bleibt er so geöffnet. Ach, oder du darfst die Axt dann nicht zurück. Kann auch sein, dass du die Axt nicht zurückrufen darfst. Aber ganz dann, lange dann wieder. Ja, und jetzt sollst du erstmal da durchgehen. Ich gehe jetzt erstmal hier hin. Einfach in so ein Grab öffnen! Wir sind auch gerade bei dir, ne? Wir schon. Oh, warte mal, was ist das denn hier? Ja. Der hat mir ja so einen Punkt angezeigt. Hm. Okay. Jetzt sind wir da beide durch. Ah, okay. Ja, und jetzt darfst du erst die Axt zurückrufen. Okay. Da sind überall so Gräber. Cool. Wo gehst du hin? Du guckst dir das alles gar nicht an, ne? Nö. Mensch. Da gibt's immer irgendwelche schönen Sachen. Zum Beispiel Hacksilber. Auf mein Zeichen. Ganz ruhig. Betrachte ihn nicht als ein Tier. Er ist einfach nur ein Ziel. Mach deinen Kopf frei. Fester Stand. Ruhige Haltung. Aber der will nicht, dass du auf Kopf aimst. Nicht? War zumindest bei mir so.
ausatmen und loslassen. Ah, okay. Gut. Oh, er lebt noch. Jetzt wird die Kehle aufgeschlitzt. Er lebt noch. Nicht so spoilern, ey. Dein Messer. Nein. Bring es selbst zu Ende. Was ein Idiot. Ja, fein. Ich kann nicht. Hier ist kaputt. Endlich. Scheiß Hirsch! Kind ist jetzt für sein Leben traumatisiert. So solltet ihr euer Kind erziehen, habe ich das Gefühl. Hab ich so gehört. Das ist eine gute Erziehung. Ja, ja, klar. So läuft das. Oh! Ich gucke jetzt echt immer nur noch auf mir, bei mir auf dem Monitor, glaube ich. Was ein Viech! Wir haben keine Wahl. Ein Troll! Bringen Sie um Falle erschienen zu lassen. Jogge, es ist ja Krampf hier. Hab's gleich. Was? Wo ist denn R3? Das ist der Stick. Aber mit dem Ausweichen, das gefällt mir gar nicht. Das ist bei anderen Games viel besser. Es war auf jeden Fall sinnvoll, dass ich Story ausgewählt habe. Ja. Boah. Dann bin ich zwar schneller, aber ich habe halt von Kampftechnik wenig Ahnung. Junge. Er ist so ein Knall, der Typ. Sieh mich an, Junge.
Junge, sieh mich an. Also die Erziehung war vielleicht doch nicht so gut. Ein bisschen aggro ist der Herr geworden. Ja. Du bist nicht bereit. Petrusch, GG. Im Ernst? Moin, moin. Das hatte ich vorhin vorgelesen. Ja? Ich glaube, es war darauf bezogen, als du das Tor dauerhaft fallen gelassen hast. Ich habe gar nicht auf den Chat geachtet. Achte mal auf meine Leben. Bei mir ist aber auch ganz, ganz kritisch. Ich habe halt, ich habe so vieles erstmal gar nicht verstanden, ey. Ich kann das. Was ist denn das hier? Sachen zum Sammeln. Wir können gleich mal umschalten. Wie gesagt, wir schalten die Szenen immer mal um, wenn gerade keine Sequenz bei einem läuft. Bei Felix, ja. Ja. Zum Haus zurückkehren, ist jetzt unsere Mission. Helfen mit dem Knilchen hoch. Was? Die Mama. Achso. Okay. Der Betäubungsbalken eines Gegners befindet sich unter seiner Gesundheit. Angriffe in schneller Folge fügen dem Gegner Betäubungsschaden zu und der Balken füllt sich. Wenn der Balken voll ist, ist der Gegner betäubt. Drück sie. Was? Okay. Pfeile und Angriffe mit bloßen Händen fügen zusätzlichen Betäubungsschaden zu. Kratos kann mit bloßen Händen kämpfen, wenn er mit Axt wirft oder verstaubt. Angriffe in schneller Folge führen dem Gegner Betäubungsschaden zu. Okay. Okay. Ich glaube, der hat jetzt gerade nicht so viel Betäubungsschaden bekommen, weil der vor allem gegen Eis oder so, keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Da stand irgend so ein Eis-Logo dran. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwas Relevantes auch ist. Okay, Fässer gehen auch kaputt. Ist vielleicht gar nicht mal dumm, die zu sammeln oder zu zerstören. Und dann das zu einem zu sammeln, was da drin ist, weil da teilweise Leben mit verbunden ist. Okay. Okay. Wie soll man da durch oder wo? Da hoch. Ich habe gerade einen Gegner mit diesem Betäubungsschaden-Ding mal gekillt. Ja. Ist ja wild. Wollt keiner das Kind abschmeißen? Komm, greif an. Junge, die Tür. Achso, ich muss blocken. Ich gehe da mal von aus, dass zumindest erstmal sinnvoll ist zu blocken. Du weißt gerade auch noch nicht, wie du den tötest, oder? Nee. Ich auch nicht. Das Kind sagt nur die ganze Zeit, Axt ist wirkungslos. Immer noch bei dir. Ja. Die Pfeile? Die Pfeile machen ihm Damage, ja. Die Pfeile vom Kind. Alles gut. Schieß! Das ist eine gute Vater-Kind-Beziehung, sag ich dir. Oh, und man kann ihm auch einfach so eines aufs Maul geben. Wie? Warte. Axt weg. Ach so. Und dann, guck mal. Ah. Gibt ihm auch ein bisschen Schaden. Ein bisschen viel mehr. Okay. Ich hab doch gesagt, dass etwas am Wald anders ist. Und ich habe gesagt, du sollst still sein. Okay. Okay. So, wir kommen ja nirgendwo weiter. Na gut. Also Audio müssen wir vielleicht mal für den morgigen Stream gucken. Wo ich es ein bisschen unverzögerter hinbekomme. Seit wann
Das sind halt echt 3 Sekunden oder so. Ich weiß es nicht. Kann ich mir Untertitel anmachen? Auf jeden Fall, irgendwo geht das.